Hey Leute, am Freitag wurde ein neuer PTR-Build aufgespielt mit vielen Klassenanpassungen und Neuigkeiten, wie zum Beispiel das Black Rock Event. Krieger bekommen einen persönlichen World Buff. Und was hat es mit den Goblins auf sich? Das Tier 05er Set, welches es schon in Vanilla gegeben hat, wird nochmal verbessert in Phase 4. Es werden nicht nur die Stats verbessert, sondern auch die Set-Bonis werden verbessert. Und diese Set-Bonis umfassen jetzt alle Spezialisierungen, die in Season of Discovery eingeführt wurden. Das heißt zum Beispiel, Druiden erhalten 4 verschiedene Sets, einmal für Heiler, Tank, Feral und Balance Druiden, aber auch alle anderen Klassen, Tank, Hexenmeister, Tank, Rogues bekommen ihr Set. Ich habe alle Klassen im PTR getestet. Beim DPS-Test auf dem PTR hat sich gezeigt, dass Caster-Klassen ein Comeback feiern könnten in Phase 4. Boomies und DPS-Priester schauen deutlich besser aus als in Phase 3. Vor allem Magier konnten mich mit hohen DPS-Zahlen überzeugen. Das liegt unter anderem auch an den angepassten T05er Sets, welche jetzt deutlich mehr Spell-Damage drauf haben, was sich natürlich positiv auf den Damage aller Caster-Klassen auswirkt. Durch die Änderungen werden jetzt endlich viele Specs spielbar in Phase 4 und ich muss sagen, es fühlt sich verdammt gut an. Wowhead hat auf dem PTR von SOD die Neufärbung der ikonischen Tier 1 Sets gezeigt. Viele dieser Farbtöne wurden jahrelang in den Spieldateien verwendet und erblicken nun endlich das Licht der Welt und werden für SOD-spezifische Tier-Sets verwendet. Bleiben wir bei den Items, da wird sich einiges tun, Leute. Und zwar neue Items für Onyxia, neue Items für geschmolzener Kern. Laut dem Data Mining erwarten uns ganz neue Items, epische Items in den beiden Raids, die ich genannt habe. Das T1 Set soll übrigens auch überarbeitet und verbessert werden. Allerdings liegen hier noch keine endgültigen Informationen vor. Aber wir wissen schon, es kommen auch beim T1 Set neue Sets für klasse Spezialisierungen. Zum Beispiel das Hexenmeister Tank Set. Werfen wir mal einen Blick auf die Stufe 60 Dungeon Items. Hier sollen auch unzählige neue Items ins Spiel kommen. Zumindest ist das beim Data Mining herausgekommen. Blizzard hat aber gleich gewarnt, dass sich hier noch einiges ändern wird und vieles aktuell nur Test-Items sind. Es sind auf jeden Fall neue Epics zu sehen, welche wir in höherstufigen Dungeons bekommen können. Und das ist doch schon mal was. Ich habe euch ja gesagt, dass in Phase 4 die 4 Fraktionen neue Rezepte Items bekommen. Jetzt ist ein Trinket für die Fraktion Hydrixianer bekannt geworden. Das Schmuckstück scheint unglaublich wichtig für den Fortschritt in Molten Core der Season of Discovery zu werden. Der Beschreibung des Facts nach zu urteilen, könnte der Feuer-Resi-Buff sogar flächenbezogen sein. Genug von Items geredet, kommen wir mal zu den brandneuen Inhalten, die jetzt bekannt sind, wie zum Beispiel das Black Rock Event. Das Event läuft 2 Stunden und findet zunächst in der sengenden Schlucht statt. In einem späteren Update wird das Event auch in die brennende Steppe verlegt. Neben neuen Feinden und Umweltgefahren wird es in der Toriumspitze neue tägliche Quests geben. Das Event scheint keine neue Währung oder ähnliches zu haben und es soll keine neue Ruffraktion geben, sondern soll stattdessen eine zusätzliche Quelle werden für Ruf bei den Fraktionen Thorium Bruderschaft und Hydrixianer. Blizzard sagt, dass das Event als leichte, optionale Aktivität gedacht ist, um den Rufgewinn am Ende des Spiels zu ergänzen und ein bisschen Gold zu verdienen. Es wird auch als sehr bescheidene tägliche Zeit in Session beschrieben. Erwarten Sie also nicht, dass dieses Event den Großteil Ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Also, tägliche Quests machen, nebenbei Gold verdienen, finde ich persönlich richtig gut. Es wird also ein PvE-Event werden, welches wahrscheinlich auch einige PvPler anlocken wird, um für etwas Unruhe zu sorgen. Blizzard will dem folgendermaßen entgegenwirken. Erstens gibt es null Ehre durch World PvP in der sengenden Schlucht oder der brennenden Steppe, um Störungen während des Events zu vermeiden. Stattdessen werden diejenigen, die PvP machen möchten, in den Berg selbst geführt, mit einem großen Bonus auf Ehre, die sie im Blackrock Mountain erhalten. Mal schauen, ob sie Leute wie PS Hero davon abhalten werden können. Mit dem neuen PTR-Build kommen auch zahlreiche Klassenanpassungen und Runenänderungen ins Spiel. Ich werde jetzt nicht auf jede Klasse drauf eingehen, aber ich werde dafür jede Klasse testen beim PTR. Also ich habe schon alle eigentlich getestet, aber ich werde es nach dem neuen Build auch machen und euch eine kleine DPS-Tierlist zeigen, welche meine Favoriten sind. Gleich vorab, Enhancer schon.
ziemlich crazy aus. Der Krieger bekommt eine komplett neue Fähigkeit, nichts geringeres als einen World Buff. Allerdings ist dieser nicht mit dem World Buff stapelbar, aber dafür kompensiert es verpasste oder verlorene Buffs nach einem Wipe, also verdammt starke Sache. Magmada, der Kernlord in MC übrigens, bei ihm bekommt er neue Items, besser gesagt neue Set-Items, und mit diesen Set-Items, also mit dem Boni von dem Set-Item, könnt ihr eure Angriffsgeschwindigkeit erhöhen und einen Kernlord beschwören. Wie geil ist denn das? Es sollen auch zwei neue 18-Slot-Taschen ins Spiel kommen. In Classic gab es zwar schon eine 18-Platz-Tasche, aber die Herstellung hat eine Menge Material verschluckt und war auch ein sehr seltenes Rezept. Der erste Gegenstand, lederverstärkte Runenstoff-Tasche, ist eine ungewöhnliche Tasche mit 18 Plätzen, die von Schneidern hergestellt werden kann. Das Rezept dafür, Muster, lederverstärkte Runenstoff-Tasche, soll vom Material her auch deutlich günstiger sein im Vergleich zur bodenlosen Tasche. Der zweite Gegenstand, Kizanische Geldbörse, ist eine seltene Tasche mit 18 Fächern. Wie ihr die bekommt, weiß noch keiner. Aber der Name klingt sehr nach Goblins. Wer weiß, neue Goblin-Fraktion? Apropos Goblins. Beim neuesten PTR Data Mining der vierten Phase, der Season of Discovery, hat Wowhead mehrere Gegenstände gefunden, die auf Goblins und auf die Südsee hinweisen, also in Verbindung gesetzt werden. Es wurde oft spekuliert, dass ein Dungeon oder Raid mit Goblin-Thema aus der Originalversion von World of Warcraft entfernt wurde. Könnten wir diese zuvor entfernten Inhalte in SOD sehen? Außerdem sind beim Data Mining viele neue und aktualisierte Berufsrezepte gefunden worden, darunter auch einige Rufbelohnungen für das Endgame. Damit wollen sie das Crafting, also das Handwerk, wieder interessanter machen, auch wegen der Aktualisierung der Endgame-Items in Dungeon und in Raids. P4 wird Bombe, Leute. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.